Willkommen zurück zu Ni no Kuni 2. Und ja, wir wollen mal gucken, wie es in den örtlichen Casinos aufgeht. Darf ich euch vorstellen, unser Pleitegeier. Nein, das ist unser Kredit. Der rennt uns so lange hinterher, bis wir 10 Millionen Gulden abgezahlt haben, was wir nie im Leben schaffen können. Aber egal, wir kriegen das schon irgendwie hin. So, jetzt erstmal gucken wir uns mal ein bisschen um. So. Eine Knobelerbse. Ein Augenblick, die Herrschaften. Hier im Casino Sechs Augen ist Personen mit Krediten die Spielteilnahme leider untersagt. Oh, ach so. Das dürfte kein Problem darstellen. Der junge Mann wird uns beim Spielen nur zusehen. Gut, einverstanden. Unser Haus ist sehr kulant. Ich wünsche einen unterhaltsamen Aufenthalt. Alright. Das ging ja gerade nochmal gut. So sieht also ein Casino von innen aus. Wenn wir alle zusammenbleiben, erregen wir zu viel Aufmerksamkeit. Besser, wir teilen uns auf. Ich werde das Gefühl nicht los, dass es eine doofe Idee ist, hier irgendwelche Spieler anzunehmen. Aber hey, ich trampel euch mal auf den Tischen rum. So, was haben wir denn da? Manchmal macht ein ausländischer Tourist hier Zirkus, von wegen die Wuffel seien gezinkt, aber das ist völlig Unsinn. Das ist schließlich ein staatliches Casino. Und in Goldorado sind die Wuffel heilig. Da würde doch niemand falsch spielen. Das wäre ja Verrat am großen Kubikus. Man sollte seine Niederlage mit Würde tragen und nicht anderen die Schuld geben. Ja, genau. Apropos, ich guck mir mal ein bisschen um. Hier mein MacBook. Mal gucken, was Facebook wieder sagt. Seht euch mal diese Hörner an. Das Foto habe ich ohne Blitz geschossen. Chimären sind einfach cool. Man sieht... man sieht sie leider... Bist du eigentlich ein professioneller Fotograf? Ich finde das so geil, dass sie auch diese Rechtschreibfehler mit reingeworfen haben. Ich könnte schwören, dass ich vorhin dem Wuffelplatz Prinz Ivan von Katzbuckel gesehen habe. Auf dem Bild sieht man ihn aber leider nur von hinten. Das ist korrekt. Könnte ja wirklich sein, so von den Ohren her. Oder es ist ein Cosplayer. haben sie den nicht beim Putsch kalt gemacht? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er das ist. Also, na gut, hier Fanboys kriegen gleich mal ein Like. Also, großer Kubikus, bla bla bla. Ich finde diese Kommentare einfach so genial. Langsam kapiere ich die, wie MacBook funktioniert. Hoffentlich ist bald, ist mein Bild diesmal besser geworden als vorher. Wir haben alle gemeinsam die Zelte aufgestellt. Das ist so krass. Super, wie die auch noch auf ihre Rechtschreibfehler selber Witze drauf machen. Total gut. So, da drüben haben wir noch irgendwas. Oh, 20 Gulden gefunden. Geld findet man auf der Straße. Die Wuffel im Casino? Jaha, die sind eine Klasse für sich, was? Wenn ich solche Wuffel hätte, würden die Frauen auf mich fliegen. Leider ist das die gleiche Art Wuffel, die auch die Arokolos verwenden. Orakulos verwenden. Die kann man nicht einfach im Laden kaufen. Also schlag sie dir besser aus dem Kopf. Gewöhnliche Leute wie wir können von sowas höchstens träumen. Okay. Das sagt ja eigentlich schon einiges. Ob mir im Casino irgendwas komisch vorkommt? Naja, die Croupiers scheinen wirklich unglaublich viel Glück zu haben. Aber wenn die Chancen wirklich günstig stehen, verliere ich regelmäßig. Ich muss unbedingt öfter zum großen Kubikus gehen und mein Glück aufpolieren. Jeden Tag, nein, dreimal pro Tag. So,
das sollte erstmal reichen. Hoffentlich haben die anderen etwas Nützliches herausfinden können. Well now. Wie ich mir gedacht habe, die Croupiers im Casino benutzen tatsächlich die gleichen Würfel wie die Oraculos. Also mogeln sie wahrscheinlich auch. Und wie die hier mogeln. Darauf schwöre ich auf jeden Eid. Money! Now! Oh, oh, come on! Ich glaube, ich spinne. Du hast hier ernsthaft einen Vogel aufbrummen lassen? naja, ich habe mich wohl ein bisschen von der Stimmung hier mitreißen lassen. Okay. Na, wie viele Miesen hast du gemacht? Nicht viel. Bloß ein paar, ein Gentleman redet nicht über Geld. Mal wieder typisch. Der hat den Kopf auch nur, damit es nicht in den Hals regnet. Egal, ich hab was Wichtiges, das ich euch zeigen muss. Aber besser nicht hier. Lasst uns woanders hingehen. Sure. Gut, lass uns am besten eine Herberge suchen. Da sind wir ungestört. Oh oh. Okay, neuer MechBook-Eintrag. Gerade eben habe ich im Casino diesen Typ beobachtet. Hab noch nie gesehen, wie jemand mit so viel guter Laune sein ganzes Vermögen auf den Kopf haut. Muss wohl ein echter Vogelliebhaber sein. Oha. Das ist auf jeden Fall ziemlich dicke. Wenn die Dicke des Vogels maßgebend dafür ist, wie hoch der Kredit ist, dann hat unser großer stämmiger Freund anscheinend ziemlich große Schulden aufgenommen oder aufnehmen müssen. Aber gut. Willkommen, willkommen. Dürfen wir uns hier einen Moment ausruhen? Aber gern doch, macht euch bequem. Oh, ich werde das Gefühl nicht los, dass man selbst fürs Sitzen hier Geld bezahlen muss. Also Shanti, was ist los? Was wolltest du uns zeigen? Ich habe vorhin im Casino einen Würfel ausgeliehen. Huh? Wirklich? Aber das ist doch Diebstahl. Pirat. Außerdem habe ich ihn ja nur geliehen. Aber interessiert dich denn gar nicht, was mit diesem Würfel auf sich hat? Watch this. Seht genau hin. If I press the one, we get a one. And if I press the five, a five. Now two. Beginner's luck. Oh, cheeky beggars! So that's it. Aha. Das ist also der Trick dahinter. Kein Wunder, dass dieser Torwächter so viel Glück hatte. Na warte, dem Mistkerl ziehe ich das Fell über die Ohren. Ja, los, stellen wir ihn zur Rede. No. Wartet, nicht so hastig. Erstens wird er sicher alles abstreiten und zweitens sollten wir uns mit diesem Würfel nicht erwischen lassen. Ah, ich habe eine super Idee. Ja. Wir müssen einfach nochmal. Und dann direkt danach. Und dann bumm. Was sagt ihr? Na? Ist das der Plan aller Zeiten oder was? Und das soll funktionieren? Puh, mir fehlen die Worte. Aber wenn das wirklich klappt, dann hätten wir den Fisch am Haken, ohne Zweifel. Tiny! Na, sag ich doch. Ich sorge schon dafür, dass es klappt. Also, hopp hopp, auf zum Wachhund. Okay, ich bin jetzt mal gespannt. Moment, komme ich hier irgendwie durch? Ha. Ich habe hier einen passgenauen Knopf bekommen. Ich bin jetzt mal gespannt. Wir wollen noch mal ein bisschen... Na, mal schauen. Wird schon klappen. Ich glaube, Remy ist ziemlich listig für einen Wächter. Ne? Größe ist nun mal nicht alles. Und bei dem, der ist sicherlich unglaublich ausgebuchst. Und mal gucken, wie seine Mega-Entwicklung aussieht.
Wäre mir nämlich kein Wunder, wenn das eigentlich mega das Monstrum in der Schlacht ist. Also dann. Oh, ihr seid zurück, um eure Schulden zu begleichen? Oh, ihr seid zurück, um eure Schulden zu begleichen? You owe me! You owe me! Halt die Klappe, Krähe. Ich möchte noch einmal ein Spiel versuchen. Very well. Das könnt ihr gerne machen. Aber du wirst dich sicher nur noch mehr verschulden. Nein, diesmal gewinne ich. I'll be counting on you. Remy, ich hoffe, du weißt, was du tust. So, und wofür entscheidest du dich? Red. Time to put our little plan into action. Let us begin. Now. But that's impossible. Woohoo! What? Betrüger, ihr habt irgendwie das Ergebnis manipuliert. Really? Wie soll das gehen? Das ist dein Würfel. Du hast ihn geworfen. Oder warte mal, dachtest du vielleicht, du kennst das Ergebnis schon? Hast du vielleicht sogar selber geschwindelt? Ridiculous. Ihr nennt mich ein Schwindler. Dafür habt ihr nicht den geringsten Beweis. Hm? Was ist denn hier für ein Ravau? Ein Glück, Sixtinius. Hier scheint ja prächtig, hier scheint man sich ja prächtig zu amüsieren. Ihr befindet euch hier vor dem großen Orakulum. Schluss mit diesem Tumult. Endlich treffen wir euch persönlich, oberstes Orakel Sixtinius. Willkommen im Auftrag von mir. Yeah. Dein treuer Untergebener hier hat uns aufgehalten, im Spiel betrogen und uns einen Haufen Schulden aufgedrückt. Geht man in Goldorado etwa so mit Gästen um? Goodness! Oh je. Da muss ich mich für meinen Untergebenen natürlich entschuldigen. Gesandte von Nö sind hier jederzeit willkommen. You! Falschspiel! Wie kann ein Orakulon nur so tief sinken? Kraft meines Amtes als oberstes Orakel werde ich euch eure Schulden erlassen. Nun, lasst uns hineingehen und dort euer eigentliches Anliegen besprechen. Und den da lässt du in den Kerker werfen. Jawohl. Yes, Master. Okay. Freundlich, die Leute hier. Bin mal gespannt. Vor allem, was hier so links und rechts liegt. Ob hier was liegt? Nö, anscheinend nicht. Na gut. Nun, welches Anliegen bringt ihr mir von näher? Er bittet darum, dass ihr ihm seinen Wald zurückgebt. Ach so? Nun. Ich wüsste nicht warum. Schließlich habe ich den Wald rechtmäßig in einem Wuffelspiel mit Nier gewonnen. Wie wir sehen konnten, scheint in diesem Land das Falschspiel allerdings an der Tagesordnung zu sein. Das wirft natürlich Fragen hinsichtlich der Rechtmäßigkeit auf, mit der ihr den Wald gewonnen habt. Hm? Was soll das heißen? So etwas Wichtiges wird ja nicht in irgendeinem Hinterzimmer ausgewuffelt. Das Spiel wurde durch den großen Kubikus entschieden. Wie bitte? Du hast richtig gehört, der große Kubikus hat einen heiligen Würfel geworfen. Solche Taschenspielertricks, wie sie dieser Nier vorhin benutzt hat,
sind da völlig unnötig. Nahe vorhin benutzt hat, sind da völlig unmöglich. Ah, das war ein anderer Würfel. Hm. Bei der Zeremonie, die wir vorhin gesehen haben, hat Herr Kubikus tatsächlich einen viel größeren Würfel benutzt. Das heißt allerdings noch nicht, dass in diesem Würfel nicht auch irgendein Mechanismus eingebaut ist. Wenn ihr so misstrauisch seid, warum seht ihr euch den großen Kubikus nicht einmal genau an? Ich gebe euch die Erlaubnis. Bedenkt aber, dass der große Kubikus das Allerheiligste dieses Landes ist. Beschädigt ihn mir bitte nicht. Thanks. Einverstanden. Wir nehmen euch beim Wort. Lasst uns gehen. Kann es sein, dass dieser... Was für ein impertinentes Gesindel. Yes, Master. Ich gebe euch... ich bin ganz eurer Meinung, meiner Meinung einer. Wir sollten sie jedoch nicht unterschätzen. Ich war mir so sicher, dass wir ihn hatten. Jetzt stehen wir wieder genau da, wo wir angefangen haben. No. Nein, ganz so ist es auch wieder nicht. Ich bin absolut sicher, dass mit dem großen Kubikus etwas nicht stimmt. Dann lassen wir uns mal unter die Lupe nehmen. Das glaube ich aber auch. Aber es kann sein, dass der, dass das Sixy gar nicht weiß, was mit dem Ding los ist. Ich bin sicher der einzige Wächter auf dieser Welt, der solche Faxen mitmachen muss. Und Remy, irgendwas gefunden? Das kann man wohl sagen. Der ganze Dingerich ist mit einer Magiebarriere belegt und zwar nicht von schlechten Eltern. Und der Würfel, tja, ist auf jeden Fall ein schicker Würfel, blitzeblank poliert und so. Hm. Von außen lässt sich also nichts erkennen. Das überrascht mich nicht. Andernfalls hätte Sixtinius uns hier nicht einfach herumstöbern lassen. Und es gibt eine Magiebarriere, das heißt, mit Zaubern kann man den Würfel nicht beeinflussen. Hm, den Würfel beeinflussen, sagst du? Ich wüsste zu gern, wie es in dem Würfel aussieht. Leider können wir ihn nicht einfach aufbrechen. How dare you! Hm, hey, ihr da! Der große Kubikus ist kein Spielplatz für Haustiere. Oi! Wen nennst du hier Haustier? Wir haben die Erlaubnis von Sixtinius. Wir überprüfen, ob am großen Kubikus nicht irgendwelchen Trick... Vogelkacke! Wir überprüfen, ob Vogelkacke dranhängt und machen sie weg. Oh, das ist ja sehr lobenswert. Es ist immer schön, so engagierte junge Leute zu sehen. Sixtinius kümmert sich immer vorbildlich um den großen Kubikus. Dieser große Würfel dort scheint auch sehr liebevoll gepflegt zu werden. Man spürt förmlich die Hingabe des obersten Orakels. Oho, oh, yes. Ganz genau so ist es. Für so einen jungen Hüpfer hast du ein gutes Auge fürs Detail. Der vorige Würfel war fast so alt wie ich, aber längst nicht mehr so gut in Form. Da hat der Sixtinius ihn gegen diesen neuen austauschen lassen. Um sich das beste Holz für die heiligen Würfel zu schnitzen, hat er sogar einen ganzen Wald in seinen Besitz gebracht und seine Handwerker dorthin abgestellt. Aha. Tatsächlich. Ganz erstaunlich. Now then. Ah, jetzt habe ich aber auch lang genug von der Arbeit abgehalten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Er meinte ganz bestimmt Nirswald. Ei, und Handwerker soll Sixtinius dahin geschickt haben. Die sind bestimmt auch für die Pfandsiegel an den Bäumen verantwortlich. Ich habe das Gefühl, dass wir uns in das Wald einmal genauer umsehen sollten. Fragen wir doch erstmal Nir, ob ihm irgendwas zur Sache einfällt.
Das ist mal interessant. Dann würde ich mal behaupten. Wir setzen einen Teleport. Oh, Funkelteich. Da können wir direkt rüberreisen. Schlüpp, 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 schlüpp. Perfekt. Hey. Oh, ihr seid zurück. Und habt ihr mit Santi geschnackt? Haben wir, aber den Wald hat er uns nicht, noch nicht zurückgegeben. Dafür sind wir jetzt hundertprozentig sicher, dass dass in Goldorado auf höchster Ebene falsch gespielt wird. Jinx. Der Gauner hat mich tatsächlich übers Ohr gehauen. Wenn wir jetzt noch beweisen, dass sogar beim großen Kubikus gemogelt wird, dann können wir die Bande auffliegen lassen. Wisst ihr zufällig, was die Leute aus Goldorado hier im Wald machen und wo wir sie finden können? Die sind im Zwurbelhain zugange, aber was genau sie dort treiben, weiß ich leider auch nicht. Ich darf ja nirgends mehr hin. Vermutlich gibt es dort etwas wie eine Würfelfabrik. Dann gehen wir da jetzt hin. Listen. Ah, aber immer langsam mit den jungen Pferden. Junger Mann, ohne einen Wachstumsschub kommst du dort nicht hin. Ihr meint, ich bin zu klein? Ich meine, Wachstumsschub, den Zauberspruch. Kennst du nicht? Dann spitz mal die Lauscher. Okay, ich habe Wachstumsschub gelernt. Und was ist das für ein Zauber? Der lässt Pflanzen und so ein Zeug schneller wachsen. Auch ohne grüne Daumen in Hand umdrehen von der Knospe zur Blüte praktisch, ne? Der Weg zum Zwurbelhain ist ganz schön steil, wenn du den Pilzen, die da wachsen, einen hübschen Hokuspokus auf die Sprünge hilfst. Ta. Oh, auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Thank you. Danke, Nir. Schick, schick, Zwurbelhain, wir kommen. Gebt auf euch acht, Kinners. Die Ungeheuer im Wald haben zurzeit nämlich verdammt schlechte Laune. Alles klar. Wir wissen, was wir zu tun haben. Und zwar mega die Party. So. Hier geben wir nochmal ein bisschen Schmackes. Au, oh fuck, der hat gesessen. Und, ne, das kannst du knicken. Du zauberst hier jetzt keinen Fuck. Yay, Level up. Level up. So, dann wollen wir mal schauen. Hier gehen wir nicht weiter. Das sieht gut aus. Irgendwie so ein bisschen. Hier komm ich nicht hoch, nö. Mal schauen. Ah, auf jeden Fall der richtige Weg. Hier entlang. Und hoch da. Ach, komm schon. Aufpassen. Da kommen dicke Bomben angeflattert. Ah. Oh, alles klar. Das war mal ein Schlag von unseren Freunden. Eine Platin-Axt. Na, das sieht ja gut aus. Das rüsten wir dem guten Sorin gleich mal auskühlende Platin-Axt. Mal gucken. Und eine feurige Platin-Axt. So. Mehr Damage. Nicht viel, aber zumindest ein bisschen. Dann wollen wir mal weiter. Oh wei. Ah, Moment. Wachstum. Bin mal gespannt.
Oi. Jetzt können wir Jolo hoch. Cool. Mal schauen, haben wir hier irgendwie eine Kiste oder so auf der Seite? Nö, nix. So, komm, ein Schlag noch. Alter, geht Sorin gerade ab. Oh, ein luftiger Alabaster. Das ist doch wieder was für Shanti. Zack. Haben wir hier noch irgendwas, was ein bisschen mehr Schaden macht, außer der Holzlanze? Nö. Schade. Hätte ja klappen können. So, wir müssen in diese Richtung. Ja, das sieht gut aus. Oh, da drüben haben wir... haben wir eine Kiste? Ah, und hier haben wir Pilze. Hopp, hopp. Dann erstmal da lang zur Kiste. Mal gucken, was wir hier Schönes finden. Na los, mach auf. Wir haben... oh, Holz. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir dann irgendwann ganz, ganz viel Stuff für das Aufbauen unseres Dorfes oder so reinfeuern müssen. Mal gucken, wo geht's denn hier lang? Okay, hier ist eine Sackgasse. Okay, ich habe ja da drüben schon dieses Häuschen gesehen. Ah, okay, da kommen wir aber so nicht lang. Da müssen wir hier doch den langen Weg gehen oder sowas. Ist hier drüben irgendwie eine Kiste oder so? Nee. Voll der Irrgarten. Da haben wir eine Gegnergruppe. So. Kampf beendet. Das ging flott. Und hier entlang. Ah, seht ihr mal, hier haben wir einerseits eine Kiste. Was bekommen wir hier? Töpfchen Aroma. Wir haben hier auch einen Port. So ein Teleport-Ding. Und wir haben hier einen Speicherstein. Ausgezeichnet. Der kommt gerade rechtzeitig. Denn an dieser Stelle machen wir dann auch einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Ni no Kuni 2 beim Aufbau des Königreichs von Even, welches bisher nur von Luftpiraten besiedelt wird. Egal, ich find's cool. Bis zum nächsten Mal. Ciao.